Liebe Leute, wir machen weiter mit Humankind und haben erstmal zwei Städte zusammengelegt. Wir haben dadurch riesige neue Vorteile bekommen, beeinflussen vor allem bei Produktion. Das ist sehr, sehr fein. Und wir haben noch ein weiteres Ziel vor Augen. Wir wollen noch eine Stadt zusammenlegen. Wir haben Bullenberg riesengroß gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern, wie diese Stadt im Westen hieß? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich glaube Klein-Bullenberg oder Dingenskirchen oder Bullenberg-West. Also ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, das war früher mal eine eigene Stadt. Ja, es entsteht hier in irrem Tempo. Angkor Wat, wir verlieren im Augenblick jede Runde einen Bürger. Aber dann, wenn Angkor Wat da ist, könnte es sein, dass wir genug Nahrung produzieren, dass die Bevölkerungszahl sich wieder dann bei 90 einpendelt. Ja? Wir machen gerade und eine Runde weiter, Leute. Epochenstein freigeschaltet, noch ein Landwirtschaftsstern. Dann wurde eben der Wunsch geäußert im Twitch-Chat, ich zeichne für YouTube auf, liebe Grüße an die YouTube-Leute, mal bei einem Brei von Bullenberg zu zeigen, was da an Erträgen jetzt entsteht. Schaut euch das mal an. 107 Produktionen nur auf einem der Bereis. Wir haben in jedem unserer Territorien einen Brei stehen, in jedem einzelnen, in dieser Stadt. Deshalb ist das so cool. Und dann haben wir noch hier, schaut mal hier, die Teehäuser stehen und die profitieren ja auch von der Anzahl der Bezirke. Die Bereis profitieren von der Anzahl der Bürger in der Stadt. Jeder Bürger ein Produktionspunkt. Die großen Teehäuser von der Anzahl der Bezirke in der Stadt. Und da gibt jedes große Teehaus, erzeugt jetzt 76 Einfluss hier. Also 74 durch 68 durch Bezirke und dann diverse Boni noch. Das kann leicht variieren noch durch das Drumherum noch. Ein Angebot kommt rein. Ja. Nehmen wir an. Franken, wir bewegen uns Richtung Allianzen. Wonderful, großartig. Wir nähern uns mit irrem Tempo den Allianzen. Wir haben genug Geld, um weitere Luxusressourcen zu kaufen. Mit Fünfen haben wir noch keine Allianz abgemacht. Also mit Fünfen, wo die kein Vasall sind, wo das auch geht. Die Lehnsherr sind oder eigenständig. Mit ihnen haben wir auch schon eine Allianz. Ah ne, bei ihnen konnten wir, glaube ich, noch... Nee, wir konnten noch Abkommen schließen. Darum ging es. Es ging auch darum, ob wir noch Abkommen schließen können. Dann müssen wir mit denen nochmal ein Schwätzchen halten. Ja, fragen wir mal, ob die gemeinsame Logistik wollen. Nee, die hatten sich das gerade geholt. Das machen wir nächste Runde. Sicher ist sicher, dann die Gelben noch. Das ist perfekt. Wir fragen, schlagen denen mal eine Allianz vor. So, tell me, shall we become closer? Das ist so schön. Wieder mal 20 Forschung drauf. Und die Möglichkeit, coole weitere Dinge abzuschließen, neue Abkommen, machen wir ab der nächsten Runde. Wir warten dann mal ab, dass sie sich uns noch verbundener fühlen. Weil Zollunion geht fast immer, aber warten wir ab. Und dann müssen wir mit den Dänen noch ein Schwätzchen halten. Dänen können wir eine Allianz jetzt vorschlagen. Hier ist ein Proposal, um und das ist pikant, weil das sind so Herausforderer. Die profitieren da auch von. Wir profitieren beide von, aber wir haben mit denen auch eine Allianz. Weil die liegen ganz oben in der Tabelle. Und dann machen wir das noch mit den Grünen hier. Da können wir eine wissenschaftliche oder kulturelle Vereinbarung vorschlagen. Wir wollen mal, ach, wir haben schon so viel Einfluss, wir schlagen den mal eine wissenschaftliche vor. Let us formalize our mutual appreciation. Sehr fein. This is pleasing. I am content to join together on this. Klasse. Fein. Jetzt sind wir alle fünf einmal durch und gucken, boah. Leute, vor 2 Stunden, als wir angefangen hatten, vor 4 YouTube-Videos, hatten wir an Forschung, ich glaube 650, wenn ich mich richtig erinnere, oder 660, 670. Jetzt haben wir 1342.
Und vieles davon kommt durch Allianzen und wissenschaftliche Vereinbarungen, diese Spezialdinge, die wir da abgeschlossen haben. 1342 Wissenschaft in Runde 105. Das ist zu diesem auf Menschheit. Das ist okay. Damit können wir gut leben. Das kann sich sehen lassen. Das ist echt fein. So, und hier hatten wir gerade fertiggestellt die Schmiede. Wir könnten an Angkor Wat mitbauen. Wir könnten vor Ort einen Obelisk der Götter bauen. Der würde uns nochmal 20 Stabilität bringen. Ne, wir bauen noch ein paar Vergnügungsviertel hier hin, hatten wir gesagt, ne? Aber die bringen nicht so viel. Der hilft uns auch beim Thema Glauben, um nochmal Druckrichtung auszuüben. Denn diese liegen mittlerweile vorne ein bisschen. Wir bauen hier noch einen hin. Es gibt auch 20 Stabilität und wäre schnell gebaut. Das wird nochmal Industrie bringen, davon haben wir aber viel. Lass uns das machen. Wir bauen eine heilige Stätte hier noch links hin, einen Obelisken der Götter. So weit nach links, wie es geht. Auf irgendein Feld, das für uns unwichtig ist. Also wir stellen den hier hin, weil dann macht der Druck nach links. Wie sieht's aus mit der Religion da unten? Ja, das ist anders. Wir können die ja hier unten hinstellen. Hier hin. In dieses Gebiet hier. Das hier mit dem Cup, das sieht doch hübsch aus. Dann haben wir den Boost nach links und nach unten. Schützen uns nach links und nach unten. Einmal hier hin. Und sieht bildhübsch aus für dich. Ja? Ein Obelisk der Götter in 3 Runden fertig. Die wird fleißig gebaut in Vergnügungsvierteln. An einem Weiler und nach einem Lebensmittelmarkt. Wir können auch die heilige Stätte links mitbauen, weil von der Stabilität profitieren wir beide. Anschließend können wir in ein paar Runden erst bauen wir deren Obelisk der Götter mal mit. Look at what a competing empire has accomplished. Wir könnten mir jetzt einen bauen für 700. Ich will aber erst die andere Stadt zusammenfügen. Wir pokern mal. Wir skippen ja nochmal. Es geht wieder eine Runde weiter. Das war, ist, glaube ich, neu. Wir sind schon beim Maximum. Das lassen wir hier so durchlaufen. Eine Runde weiter. Ja, auf das Cup wünscht sich auch der Chat. Die Verordnung der Spatz will ich im Moment nicht machen. Verordnungen geben ja, kosten ja Einfluss. Ich habe mir das vor dem Stream angeguckt. Ich will erst die beiden Städte hier noch verbinden. Das ist mir wichtiger. Wir haben ja gesehen, was das für riesige Vorteile für uns bringt. In Alcarab Bevölkerungsabnahme, das kann passieren in Außenposten. Das ist kein Grund, sich Sorgen zu machen. Unser Ruf hat sich geändert. Die Polen haben jetzt einen Ruf als Händler. Der Stufe 2. Mongolen und Franken haben eine Allianz. Irgendwo ist eine Handelsroute kurz blockiert. Und die skippen wir nochmal. Ein Abkommen kommt ein. Gemeinsame Logistik mit den Ägyptern nehmen wir an. Wir schlagen sofort auch eine Zollunion vor. Klasse. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was wir hier oben machen können. In 2 Runden können wir hier weitermachen. Gemeinsame Logistik schlagen wir denen vor. Ist eigentlich egal, ne? Weil das, die anderen sind ja wichtiger. Ist mir eigentlich Schnurz und Piepe. Können wir aber machen. So, tell me, shall we become closer?
Dann machen wir noch. Müssen wir bei denen nochmal vorsprechen? Das haben wir gerade schon gemacht. Dann bei denen nochmal. Schlagen eine Zollunion vor. So, tell me. Wir wollen 1,4 dafür haben. Das kommt darauf an. Das meiste haben wir den schon abgekauft. You have the right, of course, to decide as you wish. Würde nochmal Wissenschaft geben. Wir würden ein bisschen billiger dadurch. Einmal 1,4 sollen wir die ausgeben. Ja, weil das hilft, die anderen Dinge hier zu bekommen. Dann geben wir das Geld aus, dann kriegen wir auch nachher mehr Wissenschaft und Einfluss eher. So, jetzt sind wir mit allen einmal durch. Ja! Und nochmal 5% mehr Einfluss von den über die Mongolen als Bonus. Klasse. Sensationell. Sehr, sehr schön. Eine Runde weiter. Drei Master erforscht. Jetzt können wir Städte in groß schnell machen und Siedler dafür herstellen. Und das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit. Ein neues Wunder könnten wir beanspruchen. Angkor Wat ist da. Worthy of reverence, not merely for the temples, but for the care it took with water and irrigation. Angkor Wat ist gebaut. Steht jetzt hier vorne und guckt mal, gibt uns 87 Nahrung, 42 Stabilität und 20 Glaube. 87 Nahrung. Habe ich 67 gesagt? 87 Nahrung. Jeder Glaubenspunkt gibt einmal Nahrung. Und damit haben wir unsere Problemchen mit der Nahrung hier, glaube ich, behoben in Buddenberg. Wir haben immer noch Überbevölkerung. Aber es geht trotzdem weiter. Und jetzt können wir auch ein bisschen hier die Sachen korrigieren. Ich packe mal die Nahrung ans Ende der Liste. Produktion, Forschung, Gold. Und dann Nahrung. Buddenberg, noch mehr Nahrung. Brauchen wir noch mehr Nahrung? Eigentlich nicht. Ich würde eher jetzt noch ein paar Gebäude schnell bauen. Wir gucken mal, welche Gebäude. Wir können auch noch ein Weltwunder claimen. Lass mal gucken, ob wir ein cooles Weltwunder sehen. Damit würde unser Geld explodieren. Ich glaube, in jeder Stadt, die ruhig ist, also deren Stabilität 91% oder mehr ist, die würde 50% mehr Geld bekommen. Basiliskathedrale, ein Glauben pro Bezirk, das würde unsere Religion komplett absichern. Topkapi-Palast. Das heißt, dass Wunder schneller gebaut werden können in Zukunft. Das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten den Topkapi-Palast claimen. Und wenn wir dann, wir haben ja eine riesige Stadt hier vorne. Die würde dann, wenn sie ein neues Wunder baut, doppelt so viel Produktion haben. Das heißt, wir könnten ein Wunder nach dem anderen bauen. Wenn wir das drauf anlegen, wenn wir den Topkapi-Palast als erstes bauen und könnten in der Ruhmstatistik nach vorne schnellen. Sollen wir das machen? Das ist eigentlich eine coole Idee. Also die anderen Sachen sind auch alle cool, aber das würde uns helfen, die in irrem Tempo zu bauen. Kostet uns 450, den können wir mal schnell claimen. Den müssen wir ja nicht sofort bauen. Dann haben wir eine reelle Chance, die da oben aufzuholen in der Liste. Da holen wir uns das über Weltwunder. Einmal Topkapi-Palast. Wunderspam! Brüllt Dragonblade im Chat. Mach bitte! Brüllt Ready Redline! Das claimen wir einmal. Den Topkapi-Palast. Können nur wir den bauen. Und was wir uns auch überlegen können, jetzt... die haben hier einen Außenposten hingebaut. Also wenn wir wirklich diese Ressourcen haben wollen, wir wissen nicht, was es ist, dann sollten wir einmal einen halben Rundenertrag ausgeben. Das hier claimen und danach hier eine Stadt draus machen. Dann haben wir hier
eine ganz kleine Stadt. Die startet immerhin, das ist mal, glaube ich, freigeschaltet gerade, mit dem Koloniemodell, ne? Dass die, nee, Stufen 1 bis 2 sind da. Drei Master, Stufen 1 bis 3. Alle Infrastrukturen Stufen 1 bis 3 sind da und drei Bürger. Lass uns das machen. Weil das sind hier doch interessante Ressourcen. Ich weiß nicht, was das für Streit. Wir können alles auch von anderen im Prinzip uns erkaufen, aber wir machen einmal eine halbe Runde. Machen wir das hier. Außenposten entsteht hier. Und jetzt könnten wir den Topkapi-Palast anbauen. Ein Bürger mehr in der Stadt als... Wir brauchen in Einflusspunkten 7023. Das heißt, wir können in zwei Runden können wir die Städte zusammenfügen. Ein Vergnügungsviertel läuft hier. Wir bauen mal noch eins irgendwo hin. Wir lassen es erstmal dabei. Wir lassen erstmal die Dinge hier durchlaufen. Was wir uns auch machen können, wir können uns, falls wir coole Ressourcen entdecken, überlegen, ob wir hier irgendwo einen Siedler hinschicken und er hier eine Kolonie errichtet. Aber ich sehe keine coolen Ressourcen hier. Das ist irgendwas. Das könnten wir immer machen. Sollen wir mal einen Siedler dazwischen setzen? Sollen wir mal einen haben und den per Schiff irgendwo hinbringen? Wo könnten wir den hinbringen? Wo ist hier? Hier ist einmal Perlen. Noch mehr Geld. Hier oben ist noch einmal Kupfer und zwei weitere strategische Ressourcen. Wir sollten hier oben einen Siedler hinstellen. Das sollten wir machen. Die Bauernviertel und das ist alles Quark hier. Wir stellen den Topkapi-Palast noch irgendwo hin. Der Topkapi-Palast bringt auch nochmal kein Glauben, bringt nur Stabilität. Völlig egal, wo wir den hinstellen. Das ist vollkommen Schnuppe. Er baut Ressourcen ab. Wenn wir irgendwo ein cooles Feld haben, wo mega viele tolle Ressourcen sind, der verschiedensten Typen, dann könnten wir das den irgendwo hinsetzen. Hier wird die zum Beispiel erschließen. Topkapi-Palast erschließt alle Ressourcen. Einmal 5, einmal 7. Fluss wäre überbaut. Aber das könnte man zum Beispiel machen. Obwohl, die bekommt man ja jetzt schon. Das ist ja Quatsch. Die sind ja jetzt schon angeschlossen. Entschuldigung. Unfug. Vergesst das wieder. Weiß nicht. Die 4, 6 sind schon angeschlossen. Ist eigentlich vollkommen Schnuppe. Ich glaube, wir können uns da irgendwas raussuchen, das einfach nur cool aussieht. Sollen wir das machen? Sollen wir einfach was Cooles uns überlegen? Wo ist ein cooler Platz für den Topkapi-Palast? Halt mal mit Ausschau. Er sollte in Bullenberg selber stehen. Wir können ihn auch hier oben hinsetzen zum Beispiel. An den Rand oder in der Nähe der Hauptstadt einfach irgendwo. Wir können ihn übrigens hier so an den Rand hier. Der Bereit, das ist das hier, das ist das große Teehaus. Das profitiert von Bezirken anbei. Der gilt nicht als Bezirk, da würden wir ein bisschen was verschenken. Wieder auf ein Cup wünscht sich Video Game Mystery.
Hier, da könnten wir auch kulturellen Druck eventuell nach oben entfachen. Hier oben drauf, das kann man machen, hier so. Das hier ist doch cool hier. Da oben hin. Ja? Ein Topkapi-Palast, da ist er. Mit ansteht er. Ist in 6 Runden fertig. Ich würde eigentlich ganz gerne vorher einen Siedler fertig machen. Der entsteht leider dann hier unten. Um den wohin zu schicken? Ist irgendwo ein Feld, das wir unbedingt haben wollen? Also wenn, dann hier oben eigentlich, ne? Aber bis der hier oben ist, das dauert ja ewig und 3 Tage. So, dann mal einen Siedler hinschicken, hier oben hin. Den ziehen wir eine Runde vor. Hier hin. Ja? In der Reihenfolge. Hi Marcel. Eine Stadt hat nichts zu tun, das ist der Geduldsfaden. Die können am Topkapi-Palast mitbauen. Warum nicht? Dann sei da in 18 Runden fertig. Ach so, weil der Siedler im Augenblick. Ja, okay. Die bauen am Topkapi-Palast mit. Eine Runde weiter. Ist das alles gerade neu entstanden hier? Was wollen die denn schon wieder? Soll man Geld ausgeben für weitere Luxusressourcen? Ich erwarte als Antwort ein klares Ja. Da können wir in einer Runde weitere Dinge vorschlagen. Das nutzen wir bereits komplett. Wonderful to see you. Das nutzen wir auch komplett. Hier können wir gar nichts mehr machen mit denen. Greetings. Tell me, how have you been? Porzellan, noch mehr Geld. Billig. Noch mehr Geld. Und Stabilität. Kupfer für die Schmiede. Dann. Tell me about yourself. Papyrus, noch mehr Wissenschaft. Es ist bei das Geld noch bei 943. Well met, as always. It pleases me to have news of you. Da gehen wir nicht mehr hin. Komm, komm. Zollunion, da müssen wir auch nicht mehr hin. Da haben wir auch schon alles. I'm pleased to see you. Noch mehr Wissenschaft. 90. Silber. Ah, das ist ja schon billig. Noch mehr Wissenschaft für uns. Weihrauch, noch mehr Geld. Das reicht erstmal. Jetzt haben wir 449, die behalten wir. Und schwimmen nochmal in Stabilität und machen schnell eine Runde weiter. A first ship. Political force can be projected across the oceans. On windy days at least. Theologie erforscht. Jetzt können wir neue Gebäude bauen. Noch mehr Wissenschaft durch das Manuskript-Atelier. Stadtbegrenzungscap erhöht. Bauernstern freigeschaltet, sagen wir, deren 4. Und sind erstmals über 4000 an Ruhm. Und bei Ruhm auf Platz 3 der Tabelle. Jetzt bauen wir dieses neue Gebäude hier. Die Wissenschaftsgebäude. 1 Wissenschaft pro Forscher. 1 pro Forscherviertel. 2 sogar mehr. Die beiden ziehen wir mal vor. Da bekommen wir auch neue Forscherplätze. Noch mehr Industrie. Weil wir so wenig haben. Und noch mehr Industrie pro Arbeiter. Oh Gott, müssen wir schon rübergehen, das hier hinzuziehen. Dann
hier unten ebenfalls, Geheimratsecke. Nächste Runde können wir die Städte zusammenlegen. Nächste Runde. Erstmal entsteht hier ein Weiler. Topkapi-Palast. Wir bauen mal am Topkapi-Palast mit. Für eine Runde. Zwei untätige Armeen. Das ist der Siedler. So, mit dem gehen wir wohin? Wir wollten eine Richtung nach hier oben, um da eventuell mal zu siedeln. Wenn uns da nicht jemand anders zuvorkommt. Was ist der schnellste Weg dorthin? Über Land? Erstmal dahin. Die haben den Außenposten gebaut, die bleiben hier stehen. Ein Angebot kommt rein. Gemeinsame Logistik machen wir. My people will profit from this proposal. We accept. Geboren oder geschaffene Herrschaftsform. Mehr Geld auf Hauptplätzen. 10 Geld mehr. Wir haben, wie viele Städte haben wir? 3. In kurze 2. Bei 2 Städten wäre das 10 Geld. Dafür müssten wir 715 Einflüsse ausgeben. Ist das ein fairer Deal? Nein! Das machen wir nie und nimmer. Kampfkraft auf Miliz ist in diesen späten Epochen nicht mehr so wichtig wie zu Beginn. Hier verstecken sich andere coole Boni, die machen wir aber nicht. Wir wollen erst die beiden Städte zusammenlegen. Irgendwo ist eine Handelsroute blockiert. Wir gehen wieder auf eine Runde weiter. Und fügen gleich nochmal 2 Städte zusammen, Leute. Ein weiterer Epochenstern, das ist der 5. In welcher Epoche sind die? Die sind noch im Mittelalter. Sag mal, kann das sein, dass wir mit ein bisschen Glück könnten wir die Ersten sein, die eine Epoche weiterkommen, oder? Die sind alle noch im Mittelalter. Wir sind in der frühen Neuzeit die Einzigen, die mit uns oben an der Spitze liegen beim Kampf um... Wann geht man in die nächste Epoche, sind die. Die Odenoshi. Oh Gott, die Irokesen. Und die haben an Sternen bislang 5 und wir auch 5. Wir liefern uns mit denen ein Kopf-an-Kopf-Rennen darum, wer als Erster in die nächste Epoche kommt. Das ist sauspannend. Und wie schnell sind wir? Die Häuser haben wir alle gebaut, ja. Hier, die 120 Bezirke schaffen wir doch schnell. 6 Checks. Noch mehr Einfluss. Noch mehr Bürger. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Wir können das schaffen. Video Game Mystery Mind. Wird ein knappes Rennen, aber wir schaffen das, WB. Handelsrouten blockiert irgendwo. Einstellungen geändert. Beschwichtigend. Die haben Schiss vor uns oder was? Oder wie? Oder? Keine Ahnung. Wir lösen mal eine der Krisen aus hier. Also wir verzichten mal drauf, um uns bei denen einzuschleimen. Kann ja nicht schaden. Wir holen uns, das ist glaube ich, Safran noch einmal wieder dazu. Gibt noch mal mehr Nahrung. Boah, ist das teuer. Edelsteine gibt noch mal mehr Geld. Guck mal, wir haben zwar viel Geld, aber ich will es erstmal für was anderes ausgeben. Wir haben jetzt, Leute, wir haben 8472 Einfluss. Ihr wisst, was jetzt passiert. Wir machen aus 3 Städten 2. Jetzt. Und ich hoffe, das funktioniert. Und wir notieren uns wieder genau wie eben unseren Einfluss und unsere Produktionswerte und beobachten mal, was jetzt passiert. Ja? Wir haben einen Einfluss zu Beginn des Streams. Zu Beginn. Also 4, 5 YouTube-Videos zurück, da hatten wir einen Einfluss, an Forschung hatten wir 650 Forschung oder 660. Jetzt 1819. Fast mal 3. Wir hatten an, wie viel wir Einfluss hatten, hatte ich mir auch notiert. Das war, oh Gott, ich habe es wieder vergessen. Es war, wie viel hatten wir an Einfluss? 462, 470. Wir hatten einen Überschuss an Einfluss von 470. Das liegt, wie viele Runden zurück, geschätzt? 10, 12, vielleicht 12 Runden, hatten wir ein Plus von 470 Einfluss. Jetzt ein Plus von
2002 dank den Ming-Chinesen und ihren großen Teehäusern. Das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Das ist für unsere Verhältnisse. Und jetzt notieren wir uns mal die Werte, wie die jetzt explodieren werden. Nochmal, plus 2002 an Einfluss im Moment. Produktion in den beiden Städten, Produktion in Geheimratsecke, 544. Stabilität bei 100, ich bin mal sehr gespannt. Wir werden ein paar Bürger gleich verlieren, das wisst ihr ja schon. Und wir haben aber jetzt schon Überbevölkerung, hier drei mehr und in der anderen Stadt eine mehr. Hier eine Produktion von 671. So, jetzt legen wir die mal zusammen. Gehen rein in Geheimratsecke und Gemeindengeduldsfaden ein. Und sind immer noch bei 100 Stabilität, haben 2272 Einfluss. Das heißt, wir haben knapp 200, etwa 270 mehr an Einfluss. Wir haben insgesamt 1516 an Produktion. Führten wir 544 und 671, also in Summe 1210 etwa. 1210, jetzt 1516. Also etwa 300 mehr an Industrie und etwa 270 mehr an Einfluss. Das ist nicht so gigantisch, aber... Und wir haben ein paar Bürger zu viel. Wir müssen gleich auf Nahrung gucken. Das ist glasklar. Aber was ich... Wisst ihr, was mich jetzt reizen würde? Nur mal als Gedankenspiel. Meint ihr, das wäre möglich? Würdet ihr das für möglich halten, dass wir das stabilitätsmäßig schaffen? Dass wir aus zwei Städten, den zwei großen, zwei gigantischen Städten, eine Stadt machen, die fast einen ganzen Kontinent umspannt, und dass wir das durchhalten? In dieser frühen Epoche, Ende der frühen Neuzeit, Ende der Epoche 4, das muss man mit Stabilität erstmal abpuffern. Meint ihr, das würden wir schaffen? Und wie heißt diese Stadt dann? Sollen wir davon träumen? Boah, ich weiß nicht, ob das geht. Wie dick ist denn unser Einfluss plus hier? Einfluss plus von, so über den Daumen. Plus 800 oben und unten. Habe ich richtig gerechnet? Ja, plus 800 etwa oben über den Daumen. Und unten minus 600, sagen wir mal, ne? Und wir kriegen eine fette Strafe drauf. Das könnte selbst für unsere Verhältnisse etwas, es kann sein, dass wir uns damit übernehmen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Da müssten wir vorher haufenweise Vergnügungsviertel bauen, ne? Und selbst dann, also das ist ein bisschen sehr krass. Ich glaube, das ist, wie viel Minus haben. Wir haben auch nicht minus 180 Stabilität von der Anzahl an angegliederten Gebieten. Und das steigt immer nicht linear an. Sagen wir mal, wir kriegen nochmal, wir haben jetzt minus 180, 300 noch drauf an Strafe. Und wir haben im Augenblick einen Plus von 200. Dann müssen wir mindestens für 100 mehr noch sorgen. Besser, damit wir kein Drama erleben, für 200 mehr. Wir müssten für 200 Stabilität irgendwas machen. Viertel bauen, Gebäude bauen, irgendwas in der Art. Dann wären wir auf der sicheren Seite. Vielleicht hilft uns auch irgendwie das nächste Dogma bei der Religion. Das könnte sein, ja. Oder man weiß es nicht. Aber das würde uns nochmal extrem bei der Produktion voranbringen und so weiter. Und ich weiß ja nicht, was kommt nachher noch an nächsten Kulturen, ob wir dann nochmal irgendwie hebeln können. Ne? Wir ziehen erstmal den Topkapi-Palast durch. Der bringt uns jetzt nochmal ordentlich Stabilität. Das ist sehr, sehr spannend, Leute. Das ist ein unheimlich spannendes Projekt. Und ich finde, die Idee, die wir hatten, dass wir nämlich die Barei der Khmer kombinieren mit den großen Teehäusern der Ming. Das ist ja ein... Das war ja strittig. Im Chat wurde viel darüber diskutiert beim letzten Twitch-Stream und Stimmung war so halbe halbe. Und ich finde jetzt schon, wenn wir so eine erste Zwischenbilanz ziehen,
Das hat sich gelohnt. Das hat sich echt gelohnt. Hat sich echt gelohnt.